So, Ladebildschirm. Ein bisschen längerer Ladebildschirm. Ich scroll mal die Tipps durch. Haha. Waffen gibt's. Es gibt Alleskönneraufträge. Es gibt die Bürgerwehr. Es gibt Rüstung. Es gibt Ausweichen. Cloud Strife. Gibt's auch. Das ist wichtig. Hoffentlich ist nichts Schlimmes passiert. Kapitel 3. Fingerfix. Na, endlich. Hey! Hier! Willkommen hier zurück. Sind wir! Oh, ihr seid aber ist das Johnny? Papa! Na, mein Spatzi? Ich hab dich vermisst! Mir ist nichts passiert. Ach, wie schön. Nichts passiert? Was ein Glück. Bin ich froh. Ja. Ich meine, hier mit einfach Maschinengewehren und geschafft! Kanonen und alles da lang und gesund keiner und kümmert zurück. Sich. Die Mission war ein voller Erfolg. Ein großer Schritt für die Rettung des Planeten. Mach's doch noch lauter. Genau. Leute! Tönt ihr nicht so rum? Ich wollte gerade sagen. Wir fliegen auf. Du hast angefangen übrigens. Oh, Mist. Ihr fallt ja auch so nicht auf. Bis zur nächsten Mission habt ihr Ausgang. Schlagt euch mal richtig die Bäuche voll. Ah, sieht besser aus ohne Brille. Und vor allem auch originalgetreuer. Und weniger aufgesetzt. Bis später. Oh? Etwa vergessen? Wir treffen uns im siebten Himmel. Tifa wartet sicher schon auf dich. Ja, davon gehe ich aus. Sehnsüchtig. Na? Bahnhofspenner hier? Was haben denn Marco Reaktor und ich gemeinsam? Na? Wenn wir stillstehen, ist alles vorbei. Tag ein, Tag aus. Okay, cool. So, haben wir noch irgendwas zum Mitnehmen? Ich bin richtig ausgerufen. Kann ich wieder rein? Nein, unsichtbare Wand, cool. Dann hat man echt nicht die Tür zumachen sollen, als das hier. Echt? Das nenne ich Glück im Unglück. Da oben ist die Platte. Ja, war schon ein krasses Gerüst, das Ganze. Ich meine, da oben ist eine ganze Stadt oben drauf und das steht ja nur auf wenigen Pfeilern und da erinnert das alles komplett offen. Es ist schon eine krasse Konstruktion. Ich weiß nicht, was wir hier überhaupt machen. Was ist mit euch los, Bürgerwehr? Würde sich doch eh niemand auf den Eisenbahnfriedhof trauen. Doch hat ich. Sich umgesprochen, dass es hier spuken soll. Ja. Es zieht alle möglichen Spinner an. Mich. Sag mal, was ist? Es wird echt immer gefährlich. Von wem? Das Opfer hier von Geistern angegriffen worden sein soll. Alles Quatsch. Geister gibt es nicht. Doch, doch. Auf die Friedhofsfläche. Das gar nicht gehört. Weiß ich schon. Mich holt keiner an. Ach du Ärmster. So ist der Typ, der wie Johnny aussah. Er ist weg. Ich frage mich, ob es Johnny war. Bin gespannt. Verehrte Fahrgäste, der Zugverkehr wird für heute eingestellt. Dachte ich Informationen mir. Zum Zugverkehr der nächsten Tage werden morgen früh bekannt gegeben. Ist okay. Wir entschuldigen uns für die Umstände. Achtung, Achtung. Da ist so viele Stimmen auf einmal. Ich meine, wie gesagt, es wirkt halt lebendig, aber das Durcheinandergequatsche, das nervt schon ein bisschen. Geht's dir nicht? Ja, besoffen. Naja, in den Slums sind alle besoffen, ne? Die Explosion hat die ganze Platte erschüttert. Ich meine, ich würde mir eigentlich tatsächlich fast jedes Gespräch gerne anhören, aber... Aber ach nee. Lass mal. Der Reaktor in Sektor 8 gab es an allen Ecken. Hallöle. Was haben wir? Aufgabenbrett? Marco ist der Lebenssaft. Bla bla bla. Ich komme gar nicht hinterher. Ständig neue Poster. Sie mögen ein verblendeter Haufen sein, aber ihre Hartnäckigkeit ist beeindruckend. Was Shinra macht, ist grandios. Sieh doch nur. Hallus, ich hab was Hallus. Ist? Geht's? Ja, ja, geht. Hast du etwa eine Marco-Vergiftung? Die Zukunft gesehen? Die aus dem Originalspiel? Nicht schon wieder. Denn, wo war das hier? Das ist ja das, was eines Tages einstürzen wird im Original. Spoiler, Spoiler, Spoiler. Ich weiß halt, wie gesagt, ich weiß, dass es anders ist als das Original. Die Handlung ist halt verändert worden. Ich weiß nicht, ob aber trotzdem der Hauptstoryfaden so bleibt, wie er auch im Original war. Und völlig verrußt und durchgeschwitzt. Naja, ich bin gespannt, das soll ja auch so sein. Was haben wir hier Schönes? Achtung, wegen defekter Tore akute Lebensgefahr durch wilde Bestien. Ach was. Da kann ich drauf verzichten. Ich kehr besser um. Weichei. Aber okay. Ach, hallo, liebe Leute. Also,
Wegen der erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ist der Weg hier momentan leider gesperrt. Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Geht das nicht etwas zackiger? Echt mal. Jawohl. Ach ja, die beiden waren auch im Original da gewesen. Finde ich gut. Finde ich richtig gut. Nochmal? Wegen erhöhter Sicherheitsvorkehrungen ist dieser Weg momentan gesperrt. Bitte entfernen Sie sich auf der Stelle. Die waren doch eben nochmal Leute gewesen. Jetzt sind sie weg. Ach, doch besser geworden. Anders geworden. Nee, das war's. Wegen der erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ist dieser Weg momentan gesperrt. Entfernen Sie sich augenblicklich oder ich muss Sie festnehmen. Also, es geht doch. Weiter so. Guter Mann. Habt ihr da die Schlagtüppelchen dabei? Ja. Süß. Richtig niedlich. So. Auch ein bisschen nervig, dass der automatisch da anfängt zu gehen und ich nicht mehr ordentlich rennen kann. Wenn ich da zu dicht dran komme. Aber nun ja. Sehr slammig das Ganze hier. Auch die Musik. Ja. Gleich sehen wir sie, die zauberhafte, die einzig wahre, die wunderbare. Wo mag sie sein? Tiefer! Sind das echte Aufnahmen von der Platte? Nein, ist gefaked. Donnerwetter, sieht gar nicht schlecht aus. Hast dich zu einem richtigen Mechaniker gemausert. Irgendwann will ich meine eigene Werkstatt aufmachen. Das wird nichts. Eltern aus meinem Heimatdorf zu mir nach da ist Seven Heaven, da muss ich hin. Oh, da sitzt sie schon. Tiefer. Ich komme auch nur dahin gerade, ne? Ja, Kamera ist fixiert. Hey. Marlene? Aber ich kam von der anderen Seite gerade. Ihr guckt in die falsche Richtung. Ach, bist du Barrett, ne? Ja, okay. Bin wieder da! Ah, super. Tiefer, die Stimme aus Advent Children. War hier bei Tiefer. Oh, das klingt ja toll, mein kleiner Schatz. Eine leicht andere, glaube ich. Die kann man nicht lange vor uns sofern. Diese Blume, die ist ja echt unglaublich. Ja. Kann mir nicht aussuchen. Für mich? Seit wann machst du denn sowas? Ja. Ist 5 Jahre her. Da ändert sich einiges. Ich muss mit Barrett reden. Klar, komm rein. Also ich konnte mir nicht aussuchen, ob ich sie ihr gebe oder Barrett. Das finde ich... Marlene. Der Computer ist kaputt gemacht worden. Das haben sie im Fernsehen gesagt. Was für mich schon mal andeutet... Aber keine Angst, ich bin ja hier. Ich werde die ganze sollte Nacht es auf jemals... Genug geflimmert. Ja. Jetzt ist Schlafenszeit. Soll es im Remake jemals dazu kommen, dass man im Goldsoßer landet und da die romantische Tour macht? Da kann man ja im Original Tifa, Iris... Yuffie oder was geschickt anstellt mit Barrett auf ein Date gehen und unter anderem ihm Marlene die Blume zu geben und nicht Tifa. Gibt Punkte für Barrett dazu. Geht hier aber nicht. Also schlussfolgerlich schon mal ganz kühn, dass das mit dem Date so hier mit Barrett wahrscheinlich nicht möglich sein wird. Na? Na? Und tschüss. Du Dreckskerl! Kleinen Prinzessin Angst angejagt! Ja, scheinbar schon. Du hast gesagt, mit Fremden spricht man nicht. Wie? Ja, das stimmt, Lädchen. Selber ist schuld. Das hast du dir ganz, ganz toll gemerkt, mein kleiner Engel. Toll. Ganz, ganz toll. So, jetzt aber ins Bett. Es ist schon spät. Oh, der ist ja überhelikoptermäßig. Ach nö. Ich muss dir erst was erzählen, Papa. Aber nur ausnahmsweise. Sag mal, hast du Hunger? Nein, aber Durst. Nein. Ich hätte gerne mein Geld. Ach, natürlich. Hör mal, Cloud. Können wir draußen reden? Ja, ja. Ein bisschen kuscheln. Sind die Leute, die gestorben sind, zum Planeten zurückgegangen? Genau. Tatsache. Hey, du. Mach meiner Tochter keine Angst, hörst du? Also, guck dich mal an. Dass sie von mir Angst hat, so wie ich aussehe, gegen vielleicht zu dir, ist überraschend. Mehr als überraschend. Hey, du Süße. Du, Cloud, ich wollte dir noch etwas zeigen. Es gibt ganz in der Nähe ein paar Apartments. Und eins davon ist noch frei. Da könntest du dich doch einquartieren. Es wäre sogar völlig umsonst, da die Vermieterin unsere Sache unterstützt. Was meinst du? Danke.
Das würde mir helfen. Ah, er will doch bleiben. Okay, dann mir nach. Wie war es eigentlich oben auf der Platte? Original gewesen. Naja, ziemlich chaotisch. Glaube ich dir. Tut mir echt leid, dass ich dich damit reingezogen habe. Zum Glück ist dir nichts passiert. So eine schöne Stimme. Mach dir um mich mal keine Sorgen. Das gehört zu meinem Job. Okay, wenn du meinst. Kann schon verstehen, dass ihr Shinra hasst. Danke. Danke. Ah. Hübsche Frau, hübsche Stimme. Seid ihr eigentlich gut miteinander klargekommen? Für die anderen kann ich nicht sprechen, aber ich hatte keine Probleme. Echt? Dann bin ich ja beruhigt. Früher hast du dich schließlich ständig nur gezofft. Weiß gar nicht mehr. Ja, ja, so ist er drauf, der Cloud. Scheinbar. Also, ich bin der Meinung, im Original war es eher andersrum, dass er alle gemieden hat und nicht gezofft, aber... Das war wie in einem Actionfilm. Boah, so kein Wunder, wenn Shinra die Sender gehören. Ein Wow-Wow. Die nehmen es mit der Wahrheit nicht so genau. Ein Wow-Wow. Dann war die Explosion also gar nicht so schlimm? Doch. Wow-Wow. Ach so. Doch. Wow-Wow. Hallo. Na du? Lass dich streicheln. Geht nicht. Schade. Und ich will auch so ein Wow-Wow haben in meinem Haus, wenn ich schon einziehe. Wird aber schon bei einer Basis für künftig und Unternehmung, weil wir sind ja eine ganze Weile in Midgar. In diesem Remake-Part und sind nicht danach raus. Da endet das Spiel ja bedauerlicherweise. Also will ich eine ganze Menge mit Midgar zu tun haben. Entsprechend brauche ich sowas wie eine Hauptbasisstation. Und das ist sie dann wahrscheinlich wohl. Da wären wir. Wusste ich noch nicht. Die Stella Apartments. Das Zimmer ist im ersten Stock. Okay. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber umso mehr sie redet, ist es doch ein bisschen anders als die Advent Children-Version. Bin mir nicht ganz sicher. Kann aber auch am Mikro liegen, an der Mischung des Sounds und so weiter, aber... Ich glaube, sie ist ein bisschen anders. Ich meine, in Nummer 201 wohne ich. Naja, eigentlich schlafe ich hier nur und bin sonst immer in der Bar. Das Zimmer ist kahl wie eine Gefängniszelle. Cloud ist ja auch ähnlich, aber anders. Bisschen dunklere Stimme als die im Film. Ich bin mir bei Tifa nicht ganz sicher. Die 202 ist dein Zimmer. Der Vermieterin habe ich schon alles über dich erzählt. Ah, was genau? Was? Ach, nur, dass ein alter Freund ein Zimmer sucht. War das okay? Klar. Ja, natürlich. Und da? Da wohnt... Ach, es ist schon spät. Wir stellen dich besser morgen vor. Ja, bestimmt eine wichtige Figur für Nebenmissionen und sowas. Schätzungsweise. Muss ich jetzt da rein? Ich wollte noch mit Barrett reden. Na? Doch auf dem Tisch mit... Ja, guck einer an. Kein Palast, aber zum Schlafen sollte es reichen, oder? Wenn du sonst noch irgendwas brauchst? Ja, die Bezahlung. 2000 Gil wie abgemacht. Du hast deine Arbeit echt richtig gut gemacht. Am liebsten würde ich dir ja alles auf einmal geben. Oh oh. 500? Wir mussten für die Mission ziemlich viel auslegen. Die Kassen von Avalanche sind leer. Aber keine Sorge. Morgen gehe ich Geld einsammeln. Dann kann ich dir den Rest geben. Da kann ich mich drauf verlassen? Wenn du mir dabei hilfst, auf jeden Fall. Ach so. Aber das ist dann wohl wieder ein neuer Auftrag. Nein. Passt. Das mache ich für die versprochenen 2000 Gil noch mit. Schließlich geht's um mein Geld. Ein Geschäftsmann. Gut. Dann bis morgen. Wir treffen uns in der Bar. Dann schlaf gut. Er hat es mit ein bisschen mit einem Lächeln gesagt. Das fand ich ganz sympathisch. Aber wieso jetzt? Das ist ein bisschen merkwürdig. Oh, hübsches Bad. Ich gehe nicht mit Barrett reden jetzt. Irritierend. Schade eigentlich. Was? Das kommt von nebenan. Oh, oh. Der Typ von nebenan. Das soll ich auch erst morgen treffen. Oh, spooky. Was macht der da wohl? Ob ich mir das wirklich ansehen möchte? Ob ich zu Tifa gehen kann und um Hilfe rufen? Tifa! Ach doch. Tifa schläft sicher schon. Ach so, die ist jetzt auch da nicht durchgegangen. Okay, okay. Ja, ich kann nicht mehr rufen. Hello, you. Aber bevor ich da reingehe... Ah, ich muss wohl eh da langlaufen, wie es aussieht. Hey, alles okay? Schätzungsweise nein. Ich komm rein.
Oh, geht doch.